Mahlzeit, ihr Lieben, grüßt euch. Ich bin draußen unterwegs und wie ihr seht, ein bisschen größeren Rucksack. Ich steuere eine schöne Felsenformation hier in der Gegend an und ja, weiß nicht ganz genau, was mich erwartet. Ist auch nicht wichtig. Bin gut ausgerüstet. Heißt, ich habe alles dabei, was ich brauche für 2 Tage. Und wie ihr jetzt raushört, es gibt einen Overnighter. Ist auch wieder komplett frei, ohne irgendwas zu planen. Ergo dessen, es gibt nur einen Zielpunkt. Wie ich da hinkomme, keine Ahnung, was ich dort finde. Nur so geringe Ahnung. Und ja, den Rest werden wir jetzt gemeinsam sehen. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Und ansonsten, wie immer, ihr wisst ja, weiterklicken. So, jetzt geht's los. Viel Spaß. Oh Leute, ich sag euch, das ist traumhaftes Wetter. Es ist einfach nur echt mega gut gerade. Die Sonne powert gerade so. Und ich bin hin und her gerade am überlegen, ob ich die Jacke ausziehe. Aber jetzt gerade ist es immer noch so ein bisschen schattig. Das heißt, ich werde auch gleich hier diese Kulturlandschaft verlassen und werde in den Wald eintauchen. Da ist es dann also ein bisschen, ja, was soll ich sagen, schattiger. Ergo dessen, kälter. Heißt, ich lasse die Jacke sehr wahrscheinlich an. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Daher geht's. Dann geht's daher. Und hier ist gerade zum Beispiel wieder so ein Ort, wo das GPS-Gerät nicht funktioniert. Beziehungsweise der GPS-Empfang gerade nicht funktioniert. Und da ist es immer ganz gut, so ein bisschen im Kopf zu haben, in welche Richtung man geht und wie man geht und wohin man muss. Und ja, ich weiß jetzt zum Beispiel für mich, dass der Weg der richtige ist. Aber, ja, also in die Richtung. Es ist herrlich, Leute. Guckt euch das hier an. Das Wetter könnte besser nicht sein. Wir haben so um die 8-9 Grad rum, Sonne. Ah, die Nacht wird knackig. Soll bis minus 5 Grad werden. Das heißt, da werde ich mal meinen Schlafsack testen, ob der an seine Grenzen kommt. Ich habe noch so ein bisschen Backup dabei. Heißt, muss ich mal schauen, wie kalt die ganze Sache wirklich wird und ob ich da gut schlafen kann oder ob es mir zu frisch wird. Da muss ich eben halt das Backup auspacken. Ich habe noch einen Biwaksack dabei, den kann ich dann quasi über meinen Schlafsack packen. Aber letzten Endes glaube ich nicht, dass das der Punkt sein wird. Ich denke, ich kann mich da gut auf mein Schlafsetup verlassen. Ergo dessen, ja, gucke ich mal gleich nach einem schönen Plätzchen, wo ich mir einen Kaffee machen kann. Ich hab Durst auf einen Kaffee.
Perfekt. Gestärkt, wird man immer nach so einer kurzen Pause der Akku immer wieder gut aufgeladen. Ungefähr die Hälfte der Strecke jetzt geschafft, die ich schaffen wollte, sprich 5 Kilometer. Das sind ja für euch alles nur so ein paar Minutenschnitte. Und ja, der Tag ist wirklich herrlich vom Wetter, also ich kann mich gar nicht beklagen. Und ich bin hier gerade auch in so einem schönen lichten Waldstück, welches sehr, sehr viel Sonne durchlässt. Und ist einfach schön. Ist Balsam für die Seele. Ja, alles lässt sich sehr, sehr gut tragen. Ich habe keinerlei Schmerzen. Was will man mehr, ne, Leute? Und ja, ich bin gespannt, wie es vor Ort ist. Und jetzt gehen wir weiter. Is it just me? Or is it hard to agree with what you're trying to explain? Don't mind feather wings, no diamond rings, but that's not how you get to me, no. Schön ist es. We could sit in the shade, talk till late, and then we'll see. Es duftet nach Abenteuer. Ja, einfach der Nase nach mal so eine kleine Abkürzung nehmen. Abseits der Wege gibt es auch noch Wege. Da findet man allerhand Dinge. Richtig schöne Plätze hier. Tief drin im Unterholz. Mal schauen, wie es vor Ort ist. Ob es voll ist oder ob es geht. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, so wirklich. Und bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Ich bin auf der Zielgeraden. Die letzten knapp 2 Kilometer. Hi. Hier wurde ganz schön Holz rausgeholt. Von da unten komme ich. Hey, das war heftig. Puh. 200 Meter bis zum Ziel. Ich bin gespannt. Noch sehe ich es nicht. Aber es ist meistens mit so kleinen Naturschätzen. Kulisse an. Jo Leute, ich gucke jetzt mal hier an der Felsformation, wo ich am besten mein Lager aufschlagen kann. Hier sind einige Felsformationen. Als solches suche ich mir einen Platz aus. Der Wetterseiten sind von da. Muss ich gucken, wo ich mich dann unterbringe. Ja, aber jetzt wird erstmal ein Plätzchen gesucht und die Stille hier, die ist einfach genial. Boah, ist das geil. Durch den Felsen an. Ist das geil.
Das ist ja wie herrlich, Leute. Herrlich. Call me a tiger, call me out, why don't you laugh? Lift me up higher, above the clouds, won't you laugh? When the scenery is right, go right in, I wanna fall deep within. Don't leave me hanging just 'cause I'm too proud. Whisper away my outdated doubts. Somebody do me the courtesy, dress me down. I'm not that old yet I'm far too young to not stand my ground. Totenstille. Ja, hier ist ja wirklich alles vorhanden. Angefangen von Sitzbänken hin bis zu Tischen. Auf einem Tisch steht jetzt gerade die Kamera. Ja, das ist wirklich ein Traum hier. Da kann man mit 4-5 Mann ohne Probleme eine Nacht verbringen. Einfach genial schaut das aus. Ich mache mir jetzt erstmal was Leckeres zu essen. Ich hoffe, dass es lecker ist. Das sind wir noch nicht. Bin gespannt. Und werde mir jetzt was kredenzen. Tada! Keine Werbung, ich bin nicht gesponsert von den Jungs, sondern ich habe mir die einfach selbst geholt und guck mal, wie das jetzt schmeckt, weil ich dieses hier noch nicht hatte. Schauen wir mal, ne? Hier steht drauf, Real Taste, less than 10 minutes, just add water. So, wie viel Wasser müssen wir denn machen? 300 Milliliter Wasser, 8 Minuten ziehen lassen. Also, machen wir das mal. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, der schon das erste, was mir auf den Sack geht. Die Packungen, die reißen immer so scheiße auf. Naja. Aber das kriegen wir auch noch hin. Do not eat these things here. You have, you should not eat these things, you know. It is poison. It's oxygen absorber. No Ingwer. Don't eat. Wir wissen's. Ja, also ist nicht viel. Schauen wir mal. Bin gespannt. Und irgendwie so ein bisschen verzweifelt. Wenn das wirklich nur so wenig ist, dann kann ich mir direkt noch die zweite Sache reinpfeifen. Die wollte ich eigentlich für heute Abend lassen. Egal. Jo, während das Wasser aufkocht, bereite ich schon mal meinen Schlafplatz vor. Ich war jetzt am Gucken, hier ist die Feuerstelle. Das passt mir nicht so ganz. Das heißt, ich gehe dahin. Da ist alles so hinter der Bank, so ein bisschen sandig. Da werde ich gut liegen können. Jo, dann bauen wir mal auf.
natürlich ruckzuck mit so einem Pumpsack. Ne? So, schauen wir mal. Kocht das Wasser? Fast. Frisch ist es hier im Schatten. Prost, ihr Lieben. Uah. Mal einen kleinen Schluck nehmen. Ist ein ganz, ganz toller Ort hier. Man merkt so richtig, wie der mit der Natur funktioniert. Das ist so ein richtiger Ort, wo viele Leute hinkommen. Hier ist eine Feuerstelle. Hier hat einer eine Sitzbank gebaut. Also hier ist auch richtig gebushcraftet worden. Und die Kombination ist eben halt die, dass hier auch ein Wanderweg entlang geht. Und dieser Ort ist sehr beliebt und das zeigt auch, er ist sehr sauber. Klar, da ist ein bisschen Feuerholz noch drin und angebrannte Äste. Aber letzten Endes mögen die Leute diesen Ort hier, das merkt man. Es ist auch wirklich ein ganz toller Ort. Er hat sehr viel Energie. Also hört sich jetzt wieder spirituell an, aber ist halt so, ne? Man merkt das. Ne? Das ist ein geiler Ort. Schauen wir mal, was die Nudeln sagen. Bin gespannt. Muss noch ein bisschen. Muss noch was. Aber ist ordentlich gequollen. Kann man nicht meckern. Also ist schon eine ordentliche Tüte Mampf hier. Riecht gut. Bin gespannt. Die Leute was gebastelt. Ja? Hübsch. Sind überall so Würfel. Riecht nach nichts. Ich kenne die nicht. Sind das irgendwie so Kohlewürfel zum Brennen? Die waren da oben. In so einer Nische drin mit so einem Gläschen. Da sind auch noch so Kerzen. Naja. Jo, Schlafsetup steht. Expert Waterblock minus 5. Vorclass Track 500 und darunter die Expert Flexmat Plus. Jo, das ist mein Schlafsetup. Meine Aussicht für heute Morgen oder für morgen früh. Ist grandios. Und der Platz ist hier wirklich schön. Ich denke, ich werde mir noch ein Feuerchen machen. Schauen wir aber gleich mal, wie der Abend ist. Ich glaube nicht, dass das hier groß Probleme macht. Aber jetzt seht ihr mal, was ich sehe. Das sind die Spaghetti, Kaffee, X-Boil, mein Flachmann und jo. Jetzt werde ich erstmal essen und die Stille hier genießen. Grandios hier. Prost, ihr Lieben.
gute Nummer. Das ist lecker. Also ich kann nicht meckern. Kommt auf jeden Fall richtig gut. Aber gut, ich bin jetzt auch ein paar Kilometer gelatscht. Heißt, hat man die 10 Kilometer heute voll. Hab nicht viel gegessen und da kommt einiges hier, gerade so ein warmes Essen, sehr, sehr gut. Also geschmacklich voll in Ordnung, von der Menge her. Schauen wir mal. Ich esse jetzt erstmal und dann kann ich euch gleich noch sagen, ob das für mich ausreichend war oder ob ich sage, hätte ein bisschen mehr sein können. Kommt auf jeden Fall gut. Jo, hab's gegessen. Vom Geschmack her lecker. Ein bisschen wenig, aber ansonsten gut, kann man nicht meckern. Ist natürlich preislich eine ganz andere Hausnummer, ne? Da kann ich für das Geld, stelle ich mir 4 oder 5 eigene Mahlzeiten her. Muss man ganz klipp und klar so sagen. Na gut, Leute wollen auch was verdienen, ne? War eine einmalige Gaudi bei mir. Und jetzt werde ich das hier genießen. Guckt euch das hier an, ey. Was für ein Felsübersprung das ist. Das ist Luxus hier. Gerade richtig gut. Und ich muss mir denken, dass hier unter dem Felsvorsprung schon viele, viele Menschen übernachtet haben. Ist auch ein sehr, sehr schöner Ort. Wie gesagt, wie ich vorhin schon meinte, man merkt, dass die Leute diesen Ort hier mögen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass sie diesen Ort hier lieben. Ich finde den grandios. Wirklich sehr, sehr gut. Und ich nenne extra wieder keine Namen, weil ich ja gesagt habe, ich würde keinen Tourismus fördern wollen und das bleibt hier bei so einem Ort genauso. Ja, ist auf jeden Fall schön, sowas nicht weit weg zu haben. Das waren jetzt knappe 2 Stunden, die ich hier hingelaufen bin oder hingewandert. Und solche Sachen gehen immer ganz gut, würde ich sagen. Ich denke, das ist Heimat, oder? Ja, ihr Lieben, ich habe gut gegessen, gut was getrunken. Ich hatte mir hier noch so eine Tassensuppe fertig gemacht. Kann ich auch ganz gut. Ihr seht ja das Feuer, was ich hier habe. Dieses habe ich mit diesem Feuerzeug angemacht. Mit dem passenden, ja, kleinen Stöckchen etc. Und mit der Reste vom Teelicht. Deswegen, das ist ein Survival Tool. Thank you.
So. Ich habe Zähne geputzt. Habe mich noch ein bisschen frisch gemacht. Habe das Feuer jetzt noch so ein bisschen, dass es noch ein paar Stunden brennt. Da kann nichts passieren. Und jetzt werde ich schlafen. Wie spät es ist, weiß ich nicht. Ich habe nicht auf Uhr geguckt. Als solches ist mir das auch ziemlich egal. Mein Wecker schellt um 6 Uhr in der Früh. Ich will früh zu Hause sein. Und als solches, wenn hier was Spannendes sein sollte, melde ich mich. Ansonsten sehen wir es morgen. Ciao. Guten Morgen. Es ist 6:15. Ich habe gut geschlafen. Es ist nicht viel passiert. Ich mache mir jetzt ein Käffchen und dann packe ich zusammen und dann geht's nach Hause. Ja, tat gut. Wow. Erstmal jetzt eine Jacke anziehen und dafür habe ich eine Daunenjacke noch dabei. Die kommt jetzt ganz gut. Ganz schön kalt, aber Ausrüstung hat mich gut warm gehalten. Jetzt macht es sich gerade wieder bezahlt, dass ich einen großen Rucksack habe. Das heißt, ich brauche nicht so ordentlich packen. Ich kann einfach alles nur reintun. Zu Hause muss eh alles raus. Von daher ist es dann besser, wenn man jetzt schnell packen kann, als wie wenn man alles im Dunkeln Stück für Stück ordentlich einpacken muss. So, einfach rein. Ich trinke jetzt meinen Kaffee aus und dann habe ich alles erledigt. Ist sehr praktisch, muss man ganz klipp und klar sagen. So, alles schön sauber verlassen. Zusätzlich noch ein bisschen Müll eingesammelt und ja, ab geht's in die Dunkelheit.